herzlich willkommen zum Resident Evil Special hier auf meinem Kanal. Das fängt ja gut an. Meine Fresse. Herzlich willkommen zum Resident Evil Special hier auf meinem Kanal. Ich habe mir tatsächlich relativ viel Mühe gegeben, damit das heute ein bisschen spezieller wird und mal ein bisschen was anderes. Zunächst möchte ich natürlich allen danken, die dafür gespendet haben. Die werden jetzt auch nochmal gesondert unten im Stream nochmal eingeblendet. Ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, weil ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass das dann nachher auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt ist mir so schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Zwar wird mir jetzt hier auf meinem Monitor kein Bild angezeigt, aber das ist das kleinste Problem. Ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die für das Spiel gespendet haben. Und natürlich ein besonderer Dank, wie sollte das anders sein bei so einer Dankesrede immer, möchte ich natürlich an meine Mutter rausgeben. Vielleicht können wir die alle mal grüßen, die ist nämlich heute mit auf dem Stream mit drauf, die guckt zu. Vielleicht könnt ihr alle mal irgendwie Hallo Mama Louie oder so, keine Ahnung was schreiben, dass sie sich wohlfühlt, ne? Das ist eine alte Dame, ein Horrorspiel, das wird wahrscheinlich nicht so gut für sie sein. Ich bin extra vorher nochmal hingefahren, hab nochmal so eine App runtergeladen, damit ich dann immer ihren Puls hat irgendwie, werde ich dann mal überprüfen können. Aber ich mache jetzt Scherze, weil ich glaube, ich bin selber ein ganz schöner Schisser und werde mir gleich in die Hosen kacken. Ja, für das Overlay habe ich mir noch ein bisschen was ausgedacht, dass nachher, ich habe das relativ dezent gehalten, also ich habe jetzt gesehen, da kam eben schon eine Spende von meiner Mutter rein.
Das wird alles sehr dezent, da kommen jetzt keine Einblendungen oder ähnliches. Ich habe das versucht, alles ein bisschen dezent zu halten. Die Facecam habe ich größer gemacht, haben sich ja viele gewünscht. Und ja, ich hoffe, dass dann, einige haben das ja schon gespielt, so neu ist das Spiel jetzt nicht, dass die dann, dass die Facecam dann noch groß genug ist. Und, achso, nicht Quatsch, davor, die Leute, die das gespielt haben, bitte nicht spoilern, das wäre schon mal eine gute Sache. So, dann holt euch die Snacks raus, wir können gleich starten. Ja, ich denke, da steigen wir einfach in das Spiel ein. Und ich habe ja noch ein Giveaway versprochen. Ne? Das wird eine Amazon-Gutscheinkarte hier sein. Vielleicht werden es auch mehrere sein, keine Ahnung, je nachdem, wie gut das hier heute läuft. Ich hoffe, man kann es so halbwegs erkennen. Kann man, denke ich mal, was mit anfangen. Um den zu gewinnen, müsst ihr einmal Ausrufezeichen Horror in den Chat eingeben. Dann seid ihr mit in dem Topf drin. Wenn ihr ausgelost werden solltet, dann ja, dann so müsstet ihr innerhalb von einer Minute reagieren, weil ich habe natürlich keine Lust darauf, dass jemand irgendwie die ganze Zeit hier nur wartet und nachher sich den Drop abholt. Gut, aber genug geredet. Ausrufezeichen Drop, Ausrufezeichen Horror. So, gut, habt ihr alle schön alle meiner Mutter einmal Hallo gesagt, das finde ich klasse. Die freut sich wahrscheinlich, ist stolz für Hulle. So, und jetzt muss ich einmal gerade selber gucken, dass ich irgendwie hier noch ins Spiel reinkomme. Irgendwie wollte mir das gerade nicht anzeigen. So, bin ich noch da? Ja. Gut. Ja, dann starten wir. Ich habe selber keine Ahnung von dem Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Reihe gibt es ja jetzt schon länger. Das ist der 7. Teil. Man muss aber keine Vorkenntnisse haben, weil die Story wohl mit der bisherigen gebrochen hat. Und ich bin ein kompletter Neuling, was das angeht. Viel Spaß. Nur das Licht aus. Das ist ein bisschen gruselig. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan, du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück, wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ja, wir erinnern uns. Sie hat eigentlich eben gerade darauf hingewiesen, dass wir sie nicht suchen sollen. Ja, fährt dann wohl los, ja, ne? Ich glaube, der Anfang wird wahrscheinlich nicht so gruselig werden, aber hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, oder? Sollen wir sie vielleicht doch nicht suchen? Sollen wir es lieber lassen? Dann wäre der Abend vorbei. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mal langsam vorgehen. Aber hier ist noch hell, also ich hoffe mal, dass hier nichts passiert.
wohl keiner auf mich warten, ne? Gut, hier komme ich wohl nicht vorbei. Jo, dann gehe ich hier gerade zurück, oder? Ne, hier war ich noch nicht. Hm, eine Zeitung. Oh, da ist ein Join Us. Okay. Kann ich nicht mitnehmen? Okay, dann ne. Oder war jetzt hier irgendwie ein Hinweis? Sneak into Louisiana Ghost House. Okay, also wir sind nicht die Ersten, die hier in Large sind. Okay, hier war wohl ein Kamerateam, wenn ich das richtig sehe. Es sieht nicht aus, als wären sie jemals wiedergekommen, aber na gut. Accept your gift. Nimm ihre Gabe an. Ah, fängt ja gut an, ey. Okay. Ich glaube, in den Sumpf sollte ich nicht reingehen, aber. Das sieht ja schon mal dubios aus, wie der Typ da langgestiefelt ist. Wackelköpfe. Okay, dann muss ich mal auf Wackelköpfe achten. Wow! Okay. Ne, ich glaube, das Kamerateam ist nicht wiedergekommen, aber... Alter Schwede. Mhm. Achso. Wahrscheinlich da drunter? Ja. Das ist der erste Anfang, das finde ich ja richtig geil. Müsst ein bisschen entschuldigen, wenn ich dann nicht so extrem auf den Chat achte. Ich versuche dann auch so nicht die Atmosphäre hier dem Ganzen zu nehmen. Deswegen auch, wie gesagt, das Overlay relativ dezent. Oh, warte mal. Okay. Tasche. Führerschein. Ist das unsere Freundin? Hat die das? Führerschein weg. Okay. Das war die, ne? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das sieht ja so alles so einladend aus. Oh. Kann man sogar weg. Ich nicht mit gerechnet. Das war mein einziger. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Super einladend hier. Nicht. Wie rein theoretisch. Darf nicht mehr raus, okay. Ach du Scheiße. Okay. Tür, die darf ich schließen, toll. Darf nicht mehr raus, aber. Nee, ey. What? Okay, ich sehe hier mal. E-Mail und Führerschein. Okay. Okay, aber noch nichts zum Aufmachen. Ja, idyllisch. Oh, sogar Maden, Alter. Oh, ich habe ihn gerade gegessen. Hallo. Will ich. Eigentlich will ich ihn nicht aufmachen. Hm. Bah!
Ah, ist das eklig. Die Fäden da, ey. Meine Güte. Oh, ey. Was sind ja selbst die Flodders waren ja dagegen. Alter, die Geräusche. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Wieder das Ghost, ja. Oh, nee, ne? Ist wahrscheinlich noch gar nichts los, aber ich kack mich hier schon. Was ist das? So, das ist das. Schnell zumachen. Keine Ahnung, was das. Erstmal hier das Untergeschoss erstmal inspizieren. Kuchen für die Nachbarschaft. Ich hoffe, meine Mutter lebt noch. Also, hier sind echt. Noch ist nicht viel passiert. Okay, hier ist ein Bild von irgendjemandem. Keine Ahnung wer. Ach du Scheiße, jetzt wird's krank. Okay. Alter. Ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt. Ah, hier. Sicherungskassen. Achso, brauche ich erstmal die Sicherung. Okay. Okay, also schon mal auf. Ach so, cool. Mit der Leertaste kann ich mich. Boah, das wird wahrscheinlich was bringen. Mal gucken. Irgendwas sagt mir, ich soll nicht das Klavier spielen, aber. Gut, was ging ja noch? Hier sehe ich wahrscheinlich jetzt irgendwie ein paar Videos. Ach, hier kann ich ein Video reinpacken, okay. Eigentlich ganz idyllisch. Das sind wohl die Eigentümer. Hallo, hallo, hallo. Da war doch wer. Okay, na gut. Scheiße, jetzt muss ich gleich nach oben, ne? Boah, ein bisschen was müsste gemacht werden, aber sonst. Oh. Das erinnert mich an meine Wohnungssuche. Oh. An meine Wohnungssuche in Hamburg. Ja, eine gute Wohnung, ne? Ein bisschen was machen, oder? Hier war ich, glaube ich, schon. Oh ne, jetzt muss ich nach oben, ey. Ich weiß noch nicht, was es hier mit auf sich hat. Aufheben kann ich es nicht. Ich weiß noch nicht, was das darstellen soll. Irgendwie Bienenwaden? Keine Ahnung. Hm. Lass mal was zu machen. Gut. Stairs. Keine Reaktion. Okay, gut. Dann muss wahrscheinlich erstmal die Sicherung wieder rein. Oh, hier ist das Video, das können wir gleich angucken. Okay. Und eine Nachricht. Ach, das ist, hier kann ich speichern, okay. Mach ich direkt mal. Kann ja nicht schaden, so. Gut, aufgeräumt ist nicht. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt einfach nur das Video angucken. Die-di-dum-dum-dum. Das ist so ein. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators,
Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Also ich spiele jetzt innerhalb des Videos hier anscheinend mit. Emma sagt mir, dass das nicht gut wird. Okay, los geht's. Hallo Snow Girl. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus. Das sieht aber aufgeräumt aus, oder? Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Stinksauer ist er. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Ich habe ein schlechtes Gefühl gerade. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, wir können fliegen mehr. Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, da war noch leer. Ach, Mist. Hab ich mir schon. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Die Zeitung liegt ja aber immer noch. Gut, dass ich geimpft bin. Nee, ist aber eine andere. Geister gesichtet. Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Andre? Okay, der war auch nicht viel sauberer. Andre! Andre! Ist er schon weg? Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Oh, nee, ne? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Oh, Scheiße. Da muss gleich... Ich hasse es. Was war das denn? Hast du es gehört? Alter, ja. Andre! Wo zum Teufel ist der? Alter, fuck. Ist das da oben? Die Lampe. Andre, wo bist du, Mann? Oh, ich hab scheiße Angst, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, im Kamin wird er nicht verschwunden sein. Oder? Was zur Hölle? Der ist doch neben dem Kamin. Soll das ein verdammter Witz sein? Was? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Oh. Der trollt uns hoffentlich nur. Bitte. Oh nee, ey. Sie ist nicht auch noch runter, ne? Du zuerst. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also. Ja. Du zuerst. Fick dich. Oh nee, ne? Das kann nur in die Hose gehen, ne? Was siehst du? Was ist? Nichts. Alter. Ja. Du lebst ja wohl noch, ne? Hallo? Ja, was sagt mir, ich soll den jetzt nicht ansprechen, aber... André? Ja, ich glaube, André geht's nicht mehr so gut. Also,
leichte Koksnase. Überdosis gegeben. Na gut, Video geguckt. Also jeder normale Mensch wäre, hätte jetzt beide Beine in die Hand genommen und wäre jetzt wahrscheinlich mal abgehauen. Nicht offen. Ach nee, warte mal, jetzt weiß ich ja, wie ich da reinkomme. Moment. Das ist doch mal eine Idee. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum ich dieses Spiel spielen sollte. Aber gut. Ihr habt ja bezahlt, ne? Okay. Waren da gegen Kakerlaken? Hallo! Ich komme. Also was für ein selten dämlicher Idiot muss er sein, dass er da... Nein. Fick dich! Fick dich! Gut, jetzt sind wir hier erstmal... Verdammt! Hast du ja richtig gut gemacht. Gute Idee, da runter zu klettern. Lässt mir auch keine andere Wahl. Wo ist denn hier dieser komische Alter? Hier nicht, irgendwo. Hier war, ne? Das sind noch Blutflecken. Okay. Genie schreiben wir aber anders, ne? Okay. Erstmal schön im Abwasser wahrscheinlich. Ich hätte nicht vorher was essen sollen, das war irgendwie eine doofe Idee. Vor allem das Schlimmste ist ja die Leute, die das schon durchgespielt haben, oder zumindest... Das war ich nicht. Nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an, das war ich nicht. Ups. Oh, was, ey! Gehen Sie zur Seite. Ach du Scheiße. Den Ziffern kann mir hier auch nichts. Na gut. Ich mach doch eng an der Türen auf und zu, das kann nicht wahr sein. Boah, Alter! War ich das? Alter! Noch gar nichts passiert. Alter Schwede, dieses Spiel, ne? Okay, das sind irgendwelche Namen. Turned. Turned. Wollten sie die irgendwie für ihre Dinge bekehren, oder? Okay. Ben, Harold, Arthur, Tamara. So, dann, wie ist meine Freundin denn jetzt noch gleich? Weiß ich das überhaupt schon? Gewandelt. Achso, jetzt sowieso eine leichte Übersetzung, okay. Bolzenschneider ist gut. Kann ich schon mal einige Sachen aufschneiden. Weich. Okay. Wirkliche Bewaffnung habe ich ja eh noch nicht. Also eigentlich kann mir nur noch gar nichts passieren hier. Bin nicht bewaffnet. Scheiße! Oh fuck, oh fuck. Da gehen die ganzen Türen auf, da muss doch irgendjemand zu Hause sein. Verbandskraft? Ich hab das Gefühl,
Die Schritte kommen auch näher. Was ist das, ey? Mhm. Puh. Hochspringen kann ich nicht. Was sagt mir, da kann ich doch irgendwie durch, oder? Nein, kann ich nicht. Na gut. Gut, damit war zu rechnen, dass hier kein seriöser Kram gemacht wird. Die scheinen ihr Geld anders zu verdienen. Naja. Warte, zurück. Das war die Namen. Mia? So, das war ich selber. Wie wende ich das jetzt an? So. Ich nehme mal einen kurzen Moment. Das ist wirklich so. Oh! Aber die Hautfarbe. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Oh. Ethan? Ist das in Ordnung? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Oh nee. Ich glaube, wir werden gleich auf ihren Sugar Daddy treffen. Alles gut. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Das stimmt sogar. Oh Mann. Gut, die ist so leicht durch den Wind, kann ich verstehen. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ihr seid bescheuert. Das ist ein Fest für euch, ne? Ich hier... Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgebracht. Ich erinnere mich. Mhm. Ich meine, er kommt doch von draußen, er müsste doch halbwegs wissen. Dort ist es. Ja. Hier ist es. Ja. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, was? Wo du da bist. Noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Wen meinen Sie mit der Familie? Den Daddy? Da. Wir müssen weiter. Ich dachte eben schon, da kommt jemand. Was ist denn eine Puppe? E01. Was ist das? Drehen?
Ach, hier, Oma, Mensch. So, okay, ist einfach, das zu drehen. Ja, ist doch nett. Wollen wir? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Ja. Beste Idee. Ich gucke. Irgendwo vielleicht mal eine Waffe oder irgendwas. Was ist das hier? Ne. Ach, das sind hier die Kopfnicker-Puppen. Sind das die? Nö. Hallo, hallo, hallo. Mia? Wo ist hier hin? Hallo, zwar. Das ist auch nur eine Puppe, okay. Die muss ich nicht sammeln, ne? Mia. Ach du Scheiße. Oh nee, oh nee. Ich ahne es. Klamotten, wo? Ich weiß nicht, ob sie weggerannt ist oder ob sie weggezogen wurde. Das ist schon mal. Es gibt ein Guesthouse, okay. Dafür habe ich schon mal die Karte. Na, klasse. Erste Hilfe-Arznei, jetzt wird es langsam ernst. What? Alter! Auf! Das ist doch nicht. Also hier komme ich nicht weiter. Oder? Wie klopft jemand aber? Ich will auch nicht zurückklopfen. Meine Fresse. Hier komme ich nicht weiter. Ich höre jetzt Klopfgeräusche. Klopfgeräusche weg. Ey, das ist so noch mal dunkler geworden, oder? Hör auf. Da will ich doch nicht runter. Och nee. Bitte nicht. Es geht auch noch langsamer. Oh nein. Was? Mäuschen. Alter Schwede. Okay. Hallo! Boah, was? Das ist mit dir verkehrt! Messer, Messer, Messer! Warte! Messer. Warte! Alter! Boah, das will ich nicht. Boah, klick, 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 klick! Was? Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Boah,
Du warst echt ein böses Mädchen. Oh, ey. Gib mir wieder das Messer. Wo ist das Messer hin? Alter! Boah! Oh. Ist das scheiße. Ohne Axt. Oh. Jetzt muss ich sie angreifen. Ich bin tot, Ethan. Ich kann nie fortgehen. In your face. Hey. Sag mal. Jetzt ist so warm im Hals. Alter. Alter Schwede. Gut, er ist erstmal seine Freundin erstmal weggemobst. Okay, wie ist noch die Axt? Kein Messer. Oh Mann. Alles gut hier. Hallo? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Warum hilft mir Zoe? Oh, nee, ey. Was hab ich denn hier? Ich hätte es doch nicht spielen sollen. Alter Schwede. Wie sind die abgegangen? Die hat die alles auseinandergenommen. Meine Güte. Frauen. So. Hier war ich schon mal, ne? Achso, okay, jetzt gehe ich eben im Kreis. Hallo? Okay, mich selber kann ich nicht sehen. Meine Güte, eben als ich nochmal aufgesch... Achso, jetzt bin ich hier wieder. Dachboden soll ich. Okay. War hier für hin, war hier kein Licht. Oder? Ja, dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal den. Komme ich denn da rauf? Ist ja auf dem Dachboden, hat sie gesagt. Ja, hahaha. Ist ja so lustig. Ich hasse euch. Alter Schwede, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich das mit so einer Brille da gespielt hätte. Kommt schnell auf den Dachboden, aber ich weiß nicht, wie es zum Dachboden geht. Ich weiß aber, dass ich draußen... Kann ich raus? Ich darf immer noch nicht aus dem Haus raus. Ich habe jetzt einen Bolzenschneider. Ach da, hier. Meine ich doch. Sicherung. Ah, perfekt. Die brauchen wir jetzt nämlich, um wahrscheinlich die Treppe runterzulassen. Gut. Also, ab ins Wohnzimmer. Das hier. Sicherung rein. Die und. Sehr gut. Und dann soll ich doch Strom haben, um jetzt die Treppe runterlassen zu können. Ah, Alter! Boah! Boah, Alter! Verdammt, bist du behindert?
Scheiße, geht die überhaupt tot? Oh, zieh ihn raus! Schnell! Zieh! Nein! Oh nee, ey, krieg den nicht raus. Hallo! Bin ich tot? Lebe ich überhaupt noch? Alter, scheiße, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Alter Schwede. Das ist noch ein bisschen kranker, als ich gedacht hätte, das Spiel. Hallo, Hand. Oh, nee, ey. Was mache ich denn jetzt? Ja, hier, schöne Fontäne. Oh, ey, schnell nach oben. Ey, wie muss ich das denn noch abbinden hier? Alter Schwede, ist das krank. Oh. Schwede, sei klar. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Ah, ey. Diese Stumpen jetzt. Wo komme ich denn hier ganz nach oben? Ich renne da jetzt extra hin in das andere Zimmer. Okay. Munition. Jetzt wird es langsam. War das das Zimmer? Noch mehr Munition. Oha, jetzt gibt's hier gleich eine wilde Schießerei, oder? Oh. Weißt du mal, wenn du das jetzt mal abbindest, da irgendwie. Shit, ich muss das da in den Raum rein. Was war der, hä? Oh, eine Pistole. Halleluja. Boy. Okay, gut. Kommen wir jetzt mit der Pistole da weiter? Ich habe noch keine gefunden. Was ist das hier? Ich soll nach oben? Ich will doch jetzt irgendwie erstmal nicht weiter, oder? Das Problem hier ist mal, wenn ich zurückgegangen bin. Kam mir meine liebreizende Freundin entgegen. Ich komme jetzt nach oben. Ich habe jetzt garantiert irgendwas übersehen. Ich habe jetzt eine Pistole. Jetzt kann ich zumindest sie jetzt ein bisschen jagen, hoffe ich. Wobei ich glaube, es interessiert sie nicht wirklich, wenn ich hier ein paar in drin, da habe ich die Sicherung drin gefunden. Raus würde ich immer noch nicht dürfen. Ich muss irgendwie auf den Dachboden, ne? Mit dem gelben Band? Hand. Kann ich die wieder ran, Doktor? So, cool aus. Mein Inventar ist auch langsam voll. Ach, kann ich hier eigentlich in so Kisten was ablagern? Bei mir. Aber es muss doch jetzt hier oben weitergehen. Eine Pistole bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, was ich hier sonst. Mir wurde ja gesagt, ich soll auf den Dachboden kommen. Was ist der Dachboden? Die
Hier war ich auf jeden Fall drin. Hier habe ich die Pistole rausgeholt. Was übersehe ich doch? Problem ist, ich werde natürlich unvorsichtiger. Dann schießt hier irgendjemand noch um die Ecke. Jetzt bin ich, ach, oh. Ja, ich habe was übersehen. Oh! Zurück, zurück, zurück! Aua! In your face! Sehen auf mich! Alle sehen auf mich! Fall doch mal um! Fall oben! Oh ja, lad nicht nach. Alter Scheiße, alter Scheiße. Warum liegt er nicht? Lade doch nach. Oh. Die sind tot. Wie viel soll ich dir denn da in den Kopf schießen? Hat dich nicht interessiert. Ja, schieß mir in den Kopf. Ja, mach ich weiter. Mir egal. Oh. 400 HP mehr. Ey, mit den Headshots? Naja. Oh, meine Güte, ey. Mia bekämpfen. Mia ist gefährlich, wenn sie durchdreht. Ja, das habe ich gemerkt. Sie muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Aha, aha. Hm. Habe ich schon die Pistole? Okay, Pistole holen. Okay, gut. So, im anderen Raum gab es noch mehr Munition. Ich weiß nicht, warum der eben nicht mehr nachgeladen hat. In der Hektik. Das war doch alles. Gut, lasst uns beten. Jetzt weiß ich ja wissen, was passiert. Also schon die halbe Miete. Bleib am Boden. Ah, lauf, lauf, lauf. Kommst du mir hinterher? Oh ja, sie kommt. Ja, lass dir ruhig Zeit. Meine Fresse. Warum ist das zu? Oh nein, die... Oh. Ich dich auch. Meine Güte. Du stehst ja eh gleich wieder auf, wenn ich jetzt zu dir komme, oder? Alter, was habe ich denn jetzt in die reingeknallt? Das waren ja 20. Waren das 20 Schüsse? Das ist ja erst kaputt gemacht. Whoop. Willkommen in der Familie. Hallo, Papa. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wo bin ich?
Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Lukas! Nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Was? Komm schon. Wie sie freut. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Oma, hilf mir. Gut, Oma sieht jetzt nicht mehr so gut. Macht ein kleines Nickerchen. Verstehe nicht, hätte auch essen können, Mensch. Nikos Hardware. Säge, Seil, Tierhalsband. Wahrscheinlich. Ich glaube, die haben aber gar keinen Hund. Naja. Meine Güte, ey. Unverhüllter Abgrund. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Okay, also hier sind ständig Zeitungen, die irgendwie darüber berichten, dass hier die Leute verschwinden. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andrew Stickland und Clancy Yavis. Die drei produzierten Videos für das Internet. Ach, das waren wahrscheinlich die, die wir vorhin im Video gesehen haben. Und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, dann sind wir hier genau richtig. Uiuiui. Ich habe übrigens eben gerade gesehen, dass ich das Doki 65 mir followed, Snowgirl und Maumann. Vielen Dank dafür. Gut. Hunger habe ich keinen. Kann ich hier wieder Sachen abladen? Sie sieht zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Brauche ich so einen Hammer oder irgendwas? Wir sind ja einfach alle abgehauen. Schneide seinen Sohn einfach mal eben den Arm ab. Klebeband gesichert. Kann ich mit der Hand geben. Und brauchen wir ein Messer. Können wir schon mal eine kleine Einkaufsliste zusammenstellen. Oh Mann ey, ist das krank. Ich geh erstmal hier rein. Was ist das? Fischreste oder Darm? Keine Ahnung. Lieber zu machen. Hier sieht es ja fast noch sauber aus im Gegensatz zu der Küche unten. Oder wo auch immer ich jetzt bin. Besteck. Da kann ich wahrscheinlich reinplumpsen. Ach, den Spaß mache ich nur. Verwenden das Objekt. Kraut wird da wohl nicht reichen. Ich
Ich brauche meinen Bolzenschneider nicht mehr. Den haben wir clevererweise abgenommen. Meine Güte. Da muss ich wohl doch hier lang. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Aha! Lauf! Nein, ich esse. Ich esse doch. Verdammter Mist! Wie soll ich das... Was soll... Was soll das denn? Oh, scheiße, ich bin nicht... Ah! Die sind tot. Ich hätte echt wegrennen müssen. Oh nee, der ist ja verrückt, der Typ. Boah, vor Jack verstecken. Dich in den Schatten zu verstecken ist und wenig Geräusche machen, ist ein guter Weg, sich Jack vom Hals zu schaffen. Das ist schon mal gut. Oh, das ist ja verrückt. Krasses Spiel. Ja, ich bin da in die Sackgasse gelaufen. Oh, Oma nickt sogar noch. Die ist so... Geht hier noch? Gut, Mensch. Obi? Ein bisschen die Augen verdreht. Also. Sonst geht's dir gut. Ich glaube, ich hätte jetzt nur Kraut gefunden. Oder? Guck mal hier. Freunde. Da kann man nicht lang. Ich habe auch nichts weiter gefunden. Okay, er hat eigentlich nur die Kräuter gefunden. So, ich bin jetzt eben hier hingerannt. Ich weiß nicht, ist das dunkel genug, damit er mich nicht sieht? Ich fürchte, nein. Oh, scheiße. Jetzt muss ich erstmal schon mal eine dunkle Stelle suchen, damit er mich gleich nicht findet. Aber es sieht schon nach einer... Ist das noch dunkler? Oh, nee. Das ist schon dunkel, oder? Oder ist das hier unten noch? Hier ist... Auch nicht viel dunkler. Ich muss das versuchen. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ihn... So. Ich hoffe, das ist dunkel genug. Scheiße, ich muss ihn erst... Bin mir jetzt nicht sicher, ob er von alleine kommt. Das sind Schritte. Wir müssen dann gleich vorbeilaufen lassen, ist das richtig? Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schalten. Ah, lauf, lauf! Gefunden! Oh, nee. Was hat er mich? Oh, Alter, was? Alter Schwede! Was ist denn mit dir kaputt? Lauf! Zeit. Ich kann nicht schnell laufen. Alter, was ist denn los mit ihm? Oh, alter Schwede. Okay, mach was du willst. Alter, der hat ja voll das Aggressionsproblem. Alter Schwede, der ist ja krank. Noch nicht, aber ich bin kurz davor. Alter Schwede, das hat mich... Ich muss da versuchen, irgendwie vorbeizukommen wahrscheinlich, aber der hat jetzt die ganze Mauer weggerissen. Was ist denn los mit dem? Ich dachte schon, ich mache jetzt einen schönen Homerun. Die Rechnung war ohne ihn gemacht. Scheiße, der kreist in der Küche. Kein Weg hier raus, weißt du? Oh nee, der ist in der Küche, oder? Düdelum. Bitte nicht nochmal. Alter, guckt euch das an! Was ist denn los mit ihm? Schlüssel. Schnell weg damit. Kellertür, Standard, glaube ich. Oh. Was habe ich hier?
Bild. Wie auch immer. Muss weiter. Meine Güte. Er sieht ziemlich arrogant aus. Das war doch. War das der Sohn? Tatsache, das ist die Familie. Das, das war Weltspaß! Was ist das denn? Der Schlüssel wird ja wohl nicht klappen, ne? Was auch immer ich dafür brauche. Da, hier, so eine Wackelfigur waren gemeint, ne? Wie sammle ich die? Ich komme! Wie sammle ich die denn? Ich kann die aufsammeln. Und mir wurde eben gesagt, dass das Sammelobjekte sind. Wie muss ich sie aufsammeln? Oh, ich hasse euch. Andererseits liebe ich euch, weil ich die Clips, wenn ich mir die dann... Scheiße, der Bock auf mich. Ich kann hier einsammeln. Aber ich bin zu doof, auch möglich. Also ich habe jetzt einen Schlüssel für die Kellertür, die ist doch... Boah, da muss ich irgendwo aus... Kann man irgendwie schleichen? Wo ist mein Kleider, Ethan? Das habe ich geahnt. Das ist sie nicht. Glaube ich. Oh nee, der Tisch. Scheiße, hier ist gleich. Oh, oh. Oh nee. Hast du mich vermisst? Ja, hab ich. Hab ich, hab ich. Oh, lauf, lauf, lauf! Wo ist diese scheiß Kellertür? Was ist doch die hier? Shit. Oder war das diese Luke? Ich hab Angst, dass er gleich wieder durch so eine Tür durchbricht, ey. Garage? Wo ist er? Schon wieder... Alter! Wo war das? Was zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Okay, wenn ich... Scheiß drauf! Wenn ich gehe, hört er mich, glaube ich, nicht. Wo war das? Also Messer, ja gut, ein Messer könnte ich vielleicht aus der Küche noch holen. Könnte ich das hier zumindest aufmachen, ne? Wo bist du? Er ist schon wieder am Start. Aber er hört mich nicht, wenn ich ganz normal gehe. Ich hab doch eben noch diesen Raum mit der Luke gefunden. Ich schwitze, ey, das gibt's gar nicht. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Der ist krank, Alter. Ich hab gegessen, dann bin ich aufgestanden. Den Tisch hat er hier zerstört. Wo bin ich als erstes hingegangen? Ich bin durch die Küche gelatscht. Stimmt, das ist der Raum. Geht der jetzt für immer? Ich hab doch nichts gesagt. Die ist doch schon. Achso, da. Hä? Hey, da! Mach doch einfach, was du willst! Danke. Runter, runter, runter! Spring da runter, ist scheißegal. So. Oh, Halleluja. Ich bin fertig mit den Nerven, ey. Oh. Ja, Orientierungssinn, der hat die ganze Bude schon auseinandergenommen. Oh, ich bin fertig, ey. Eben schon. Wieso habe ich eine Taschenlampe? Vielleicht haben die ja doch einen Hund, ein Kätzchen oder so. Na gut. Ich glaube auch, ich soll lieber Rush spielen, da ist sowas von viel weniger Action. Er hört mich, ne? Münze, ne? Ne, das wäre nicht lustiger gewesen.
Alter, das ist... Also ich wusste... Oder habt ihr schon geahnt, dass das Spiel krank ist, aber... Alter, der verfolgt mich doch. Also ich würde mich nicht wundern, wenn hier gleich so eine Arm... So ein Arm... runterkommt. Ach du Scheiße. Das ist die Tür. Nicht so laut. Ja, Halleluja. Erstmal speichern. Boah. Das hätte ich nicht gedacht, dass mich das Spiel jetzt so mitnimmt, ey. Was haben wir hier? Hier kann ich Sachen ablegen. Sehr gut. Ich glaube, so eine antike Münze werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Mache ich das so? Ja. Kräuter, weiß ich noch nicht. Eine Pflanze mit viel wundheilenden Nährstoffen stellt beim Verzehr. Okay, den nehme ich also erstmal noch mit. Und den anderen Kram brauche ich echt noch nicht. Flüssige Chemikalie und Kraut. Ich hätte mit der Chemikalie, Mann. Muss erst kombiniert werden, okay. Apropos Kräuter, können wir mal eigentlich sowas fressen hier eigentlich, ne? Wie mache ich das denn? Hat er die jetzt gefressen? Anscheinend, hat man nicht viel über. Das benutzen. Jetzt. Oh, da hat er mir ganz schöne Schellen gegeben mit der Schaufel. Die miefen furchtbar. Socken. Warum darf ich die auswählen? So darf ich. Egal. Ehrlich gesagt will ich gar nicht mehr da zurück. Ja. Achso. Dietrich. Yeah. Sehr gut. So, habe ich immer noch eine verschlossene Tür eigentlich? Natürlich ein Telefon. Das wird zu einfach wahrscheinlich. Eine Karte fürs Haupthaus nennen. Das wird zu einfach jetzt, oder? Anruf tätigen, Polizei kommt, safe. Ja. Wäre natürlich auch der ultimative Speedrun gewesen. Achso, jetzt wollen wir zu speichern. Ja, dann muss ich wohl die Tür knacken jetzt. Entriegelt, achso. Der drüben. Ich mach doch jetzt nicht die Tür auf, bin ich denn bescheuert? Mach sie zu. Mach zu. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Kann ich dir trauen, frage ich mich. Ich hoffe, er ist jetzt gegangen. Stimmt, da hinten hatte ich eine Tür, die verriegelt wird. Leise gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gleich hier... Durch die. Was war das? Ist das so das Bild? Die kann ich wahrscheinlich immer noch nicht aufheben. Also wenn ich die wirklich sammeln kann, dann weiß ich nicht, wie. Hier war gar kein. Hä? Was ist das hier noch? Kann ich dafür den Dreh benutzen? Gibt keinen Schlüssel, oder? Ah, irgendwie ein Rätsel, das ich hier noch irgendwie lösen muss. Nur kein Bock, dem jetzt wieder über den Weg zu laufen. Da komme ich her. Ist die jetzt eigentlich noch offen? Ja. Was ist da denn los?
Rein Sie! Ey, ist das Polizist? Hey, hier drüben! Ey, die Krimi verarscht mich nicht. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Ja. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen damit kann ich... Damit kann ich jetzt gleich das Klebeband aufmachen. Garage. Sofort. Ist ja gut. Was soll ich mit einem Messer? Ja, ich weiß es. da habe ich vorher noch nicht gesehen. Garage. Danke für die Übersetzung. Jetzt wird aufgeräumt hier. Das läuft ein bisschen zu gut gerade. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass gleich... Obwohl? Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Oh nein! Hey, das Tor! Das Stopp! Tor! Das Stopp! Tor! Also, Alter Spiel, ich stehe hier noch, warte. Autoschlüssel, okay. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Fahr! Fahr! Achso. Jetzt muss ich mal rausfahren. Was ist denn? Hat das gereicht? Was? Oh! Was? Alter, was? Was denn? Scheiße! Oh, Scheiße, er lenkt auch entgegen. Beenden wir das. Du und ich. Oh ja! Wollen wir eine Spritztour machen? Nein, nein, nein! Ja. Nein! Nein. Nein. Scheiße! Der war knapp. Oh. Ich glaube, den interessiert das nicht so, glaube ich, oder? Alter, ist das verrückt. So, gehen wir nochmal auf Nummer sicher. Uiuiui. Oh nein, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Wo komme ich denn hier raus? Oh nee. Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Oh, lass mich zufrieden. Weißt du? Alter! Ist er jetzt tot? Sag mir, dass er tot ist. Boah. Eine Wumme auf dem Fußboden? Muss drauf achten.
kann nicht mehr zerstückeln. Was soll das denn? Stimmt, ist hier nicht auf dem. Der ist tatsächlich genau draufgefallen, aber gibt es nicht von den Polizisten noch die Waffe? Wie wollen wir Heilkräuter oder irgendwas? Können wir jetzt irgendwas haben? Alter Schwede, das ist schon. Aber irgendwie habe ich. Habe ich das Gefühl, dass der jetzt immer noch nicht. Das gehe ich ihm keinen. Ich glaube, den begegnen wir nachher nochmal. Wo spielt er? Oh. Oh, ich brauche jetzt irgendwas. Geh hoch da. Will er nicht. Doch, jetzt. Was? Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Oh, Scheiße! Aber ich glaube, das wird ihn die ganze Zeit nicht interessieren, weil sein Sohn hat davon den Arm abgeschlagen und der sagt, das hat er nicht das erste Mal gemacht, nicht schon wieder. Oh, vielleicht hätte ich das bei den anderen Bildern auch mal machen sollen. Ochsenstatue, ja, was soll ich mit der Ochsenstatue? Ich will überleben. Das ist ein Traum. Jetzt bin ich nicht geschockt, ja. Ganz beisammen auf jeden Fall. Oh Mann. Kraut, da. Oh, cool, dass ich jetzt erst. Hm. Gut, ja, haben wir den Kollegen erstmal. Liebe Pistole. Warte mal, hier der Ochse, passt der hier vielleicht rein? Dim. Sehr gut. Warum die sich auch. Immer die sich so eine Tür reinhauen, aber. Flüssigkeit. Wo kriegt denn Flüssigkeit? Aber das sind nicht die Chemikalien, oder? Also ein bisschen hat das Kraut was gebracht, aber. Flüssigkeit in der Medizin. Kraut plus Feuer, keine gute Zeit. Hier, jetzt kann ich. Die konnte ich jetzt aufheben, oder? Nee. Schieß auf mich, schieß auf mich. Achso, ich muss sie abheben. Ah. Gut, dann weiß ich ja, was ich mit den anderen machen muss. Das mache ich mal eben schnell. Wo war das hier? Frage beantwortet. Also doch, Kraut und. Wie mache ich das denn? Das hier? Ja, Tatsache, klappt. Flüssigkeit, Chemikalie. Kombinieren. Ja, mach. Jetzt mal, bin ich hier zu doof? Doch, jetzt klappt. Zweimal klicken. Gut, 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 gut. Sehr gut. Schieß auf mich. Schießpulver. Was wollen wir noch? Cheeseburger? Dann haben wir. So. Dicke Münze. Was kann ich mit den Münzen machen? Das ist auch nur so sammeln. Kann wahrscheinlich, ne? Hier sieht es ja noch halbwegs normal aus. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Warum schickt sie nicht einmal Polizei vorbei? Vielleicht bringt das nichts. Ich spiele den Puzzle. Die Köpfe fehlen, okay. Aber die finde ich ja wohl noch.
Ach du Scheiße, Skorpion. Ja, sagt mir so oder nicht. Schlüssel brauche ich dafür. Achso, hier niedrig kann ich doch benutzen, ne? Passt nicht zu diesem Schloss. Aufschließen kann ich doch wahrscheinlich auch nicht. Urpendel. Was bringt mir das? In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff, eingeleitet wurde. Eine College-Studentin, ja, was soll das auch anders sein, aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff, also das passt ja mit den ganzen Kräutern hier, fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren Louisiana dramatisch zugenommen. Okay. Das sieht ja fast genießbar aus. Da sind nur Schimmel dran. Die sind mal nicht... Oh, nice. Snacks. Oh, Toast. Also ich... Was ist noch? Halbwegs. Wieso ist da ein Licht darauf gelichtet? Ja. Gerichtet. Objekt? Was soll ich denn da aufpacken? Foto oder irgendwas? Achso, irgendwie so eine Figur oder irgendwas. Jäger der Lüfte, das Gemälde zeigt einen Hund. Spannend, irgendwas muss ich hier wohl machen. Chemikalie. Das sieht doch schon wieder beeindruckend aus. Sie können die Flinte nicht nehmen, da sie zu viele Objekte tragen. Au! Muss mal ein bisschen was loswerden hier, ne? Wo habe ich denn so einen Raum? So, ich dachte, eben schon erschaffen. Ich kann da. Krieg das nochmal eben weg. Ich glaube, es kann nicht schaden, hier mit einer Schrotflinte durch die Gegend zu rennen. Genau, wollte ich auch geil machen. Was brauche ich denn nicht? Medizin brauche ich. Die brauche ich erstmal nicht. Kann man das nicht mit einem Klick machen? Kompliziert hier. Dietrich brauche ich. Pistole, Munition nehme ich auch lieber mit. Die Münze brauche ich nicht. Noch nicht. Das Uhrpendel entfernt. Ups. Aus einer Uhr entferntes Pendel. Es steht Wohnzimmer drauf. Na gut. Brauche ich wohl auch erstmal nicht, hoffe ich. Müsste doch jetzt ordentlich Platz haben. Ich speichere mal zwischendurch. Also. Das ist mittlerweile die Kampfszene mit dem Daddy noch dazwischen. Oh, Flinte. Wie aufwendig hier auch alles gesichert ist, das verstehe ich noch nicht. General, Gewehr. Oh, 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 oh. Warum geht die jetzt zu? Ich habe nur einen Schuss, das ist auch naiv, ne? Ich dachte, ich hätte mehr. Oh, let's walk. Was? Achso. Soll ich mich jetzt hier durchballern? Ich kann doch jetzt nicht den einen Schuss hier verbraten. Oh nee, ne? Das scheint für mich die einzige Möglichkeit zu sein. Oh Mann. Ja, schön den Schuss verbraten. Toll. Die Trick habe ich noch dabei. Was ist das denn hier? Das ist die Tür. Wieder der Moment, wo ich Angst habe, mich zu blamieren, aber ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, wie ich hier rauskomme. Ich habe Resident Evil nie gespielt, das ist das Problem wahrscheinlich. Schießpulver. Flüssiger. Ach, jetzt habe ich die ganze Flüssigkeit weggeknallt.
Kann ich mir eine eigene Patrone herstellen können, oder was? Bin ich jetzt hier gefangen? Das kann auch nicht sein. Das kann nicht Sinn des Spiels sein, dass ich hier... Oder muss er die Flinte in der Hand haben, damit... Tatsache. So ein Scheiß. Dann muss ich ihn also irgendwie beschweren. Ich muss, das Urpendel! Leco mio! Wenn das klappt. Wir waren ein ganz schön pfiffiger Hund. Urpendel, schwer, hoffentlich. Boah, dann bin ich ein richtiges Mastermind hier. So. Urpendel, da. Wenn das klappt. Wenn es nicht klappt, bin ich der Idiot, aber. Muss ich jetzt mal rechnen. Sonst wüsste ich auch nicht, wofür ich ein Urpendel benutzen sollte. Ganz im Ernst, wer baut sowas, ey? Wer macht denn den Aufwand? So, und du kriegst jetzt das Urpendel. Komm, die Idee war gut. Scheiße. Ich fand die Idee gut. Gucken wir eben noch was anderes. Oma hat sich bewegt. Hier sieht es ja noch fast gut aus, Mensch. Ich darf nicht mal auf sie zielen. Oma? Oh, wie eine Oma eben aussieht, ne? Oh, ich glaube, das ist jetzt hier das Kinderzimmer, oder? Da sind die Treppen müssen. Was ist das denn? Da brauche ich irgendwie so ein... Da brauche ich auch irgendwie so ein komischen Schlüssel. Ist das die Tochter, oder was soll das sein? Evelyn. 2014, das ist ja nicht lange her. Wieso darf ich nicht auf die Oma zielen? Oma ist wahrscheinlich gut möglich. Vielleicht ein Hobby des Vaters. Ach nee. Den Vater will ich nicht wieder treffen. Ziel ihn lieber auf. Wow. Mir lieber jetzt nicht drauf, weil ich keinen Bock auf mich aufmerksam zu machen. Das ist diese Margaret, oder? Oder wie heißt sie? Er sagt. Ja, was sagt sie darüber, meine Freundin? Aber gut, wenn sie da unten ist, dann kann jetzt eigentlich nur der Sohn hier irgendwo warten. Marjorie, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Ich bin wohl der Hippie. Noch eine Flinte. Noch ein Schloss. Klappt wieder nicht, ne? Wollen nicht durchgreifen. Das ist wahrscheinlich irgendwo wieder ein Video zu finden. Schießpulver, sehr gut. Ah, schon mal der erste Kopf. Blauer Hundekopf. Okay, dann fehlen noch zwei. Buch. Ach du Scheiße.
2. Oktober, der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Okay, also da scheinen sie noch normal gewesen zu sein. 2. Oktober, 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen, das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde mir es morgen mal ansehen. Okay. Was ist das Video? Das habe ich jetzt eben nicht gesehen, das heißt auch nur mir. Oh, viel Spaß. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh, oh, oh. Kommt die echt? Boah, muss mal aufpassen hier. Mami? Hä? Hä? Ich habe einmal kurz weggeguckt. Oh nee. Okay, dann nicht. Wie haben wir denn die runterplumpsen? Wo? Ich muss mich verstecken. Das wird doch nicht reichen. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Nicht wirklich. Halleluja. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Was ist das denn? Dieses Haus hat mehr gesehen. Ist das nicht die Zeit dafür? Was war das? Brauche ich das noch irgendwie? Das hier auf den Anker. Keine Ahnung. Schnell weiter. Ich bin schon niemand sicher, oder? Geh! Kranke Familie. Wie kommen wir hier runter? Nein, komm nicht hierher. Was ist das denn? Was soll das sein? Flammenwerfer? Oh! Stop!
Wir sind gescheitert. Ja. Was war das? Das war irgendwie... Verbergen. Finden Sie Plätze zum Verstecken? Ja. Ja, schon gemerkt. Ach, X kann man auch drücken. Gut. Wie entkomme ich hier am besten vor ihr? Es ist nicht die Zeit dafür, das verstehe ich nicht. Das sieht irgendwie so flammenwerfermäßig aus, aber... Das benutze weiß ich noch nicht. Ich befürchte, sie wird auch nicht mehr weggehen. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Jetzt habe ich mich eingeschissen. Geht sie noch heute? Irgendwie ist ein bisschen Zeit. Deswegen war nicht die Zeit dafür. Nein, nein, komm nicht hierher. Ist sie gegangen? Warum schleicht sie auch noch so? Das ist ja ekelhaft. Oh Mann. Die hat immer Geduld. Ist sie ganz nett, eigentlich. Ich kann das nur nicht so zeigen, aber. Wir öffnen unser Zuhause! Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Oh, da sehe ich sie. Ich hoffe, sie sehen mich nicht. Jetzt ist sie wohl weg. Kann ich da irgendwas dran entdecken, oder? Sieht mir aus wie so ein Flammenwerfer, aber... Kann ich erstmal nichts machen. Oh. Kleines Mini-Rätsel anscheinend. Ach du Scheiße, so. Boah, das ist ja gar nicht so einfach. Drehen. So, oh, das ist schon knapp. Ah, so öffnen wir andere Räume, okay. Auch wenn ich das ein bisschen innovativ finde, dass sie solche Techniken beherrschen, aber. Wo waren die jetzt rum? Bin ich auf der anderen Seite, okay. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Und die hat mich gesehen, ne? Was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Hat sie mich gesehen? Das weiß ich auch nicht. Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf!
Ach, hey, hier ist wieder durchrennen sollen. Ach du Scheiße. Und die. Guck sie doch nicht durch! Oh, die wird sauer. Die hat doch eben da durchgeguckt, oder? Ich hätte lang ran müssen. Oh. Oh, jetzt wird sie sauer. Jetzt muss ich gleich lang wahrscheinlich. Sicher? Nein, nein, nein! Doch, doch. Da führt kein Weg aus, Freunde. Das ist ein Riesenstiefel. Was? Oh, das war ein Bild meiner Tochter? Wo denkst du, dass du hingehst? Eben, bitte! Eben, fuck. Boah. Was haben sie dir angetan, Mia? Ja, boy. Mal durchatmen. Mir geht's auch noch gut. Geht die auch auf Ebene? So, und jetzt wäre eigentlich gleich ein Punkt irgendwo, wo man speichern möchte. Kann ich auch in so Schubladen was abliefern? Nee, ne? Das ist nichts drin. Sehr gut, dann kann ich schon mal. Kann ich doch jetzt hier Munition mit Schießpulver kombinieren, ne? Das muss auch gehen. Kombinieren. Zack. Genau. Achso, jetzt habe ich auch Pistolenmunition. Was hätte ich jetzt machen müssen? Na egal. So, jetzt habe. Oh, jetzt bin ich hier an der Stelle, wo sie auch den Flammenwerfer hatte. Da bin ich ran. Was? Oh, klappt wohl. Blindenmunition, sehr gut, sehr gut. So, und dann kann ich doch wahrscheinlich jetzt auch dem. Das ist nicht die. Doch, das ist ja jetzt die Stelle. Oder? Dann war es doch noch eine andere Stelle. Weiter. Kann ich mir denn hier. Ah, sehr gut. Kann mir mal die Map anzeigen lassen. Zimmer der Großmutter. Ich bin jetzt im Freizeitraum. Nebenan ist das Zimmer der Großmutter. Da komme ich nur rein, wenn ich dieses Skorpion da finde. Schlafzimmer der Eltern. Wo ist das Kinderzimmer? Da. Okay, Badezimmer. Da war ich glaube ich schon drin, ne? Sehe ich denn hier auch Punkte, wo ich überhaupt abspeichern kann? Mal schauen, ist das. Das war der, ne? Da kann ich speichern, wenn da so ein S ist, wie speichern, vermutlich. Okay, dann mache ich mir mal auf den Weg dahin. Hier sehe ich keinen Speicherpunkt. Oder noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Gut, dann müsste ich also einmal runter. Ich weiß jetzt nur gar nicht, woher ich gekommen bin. Nicht von hier irgendwie? Ja. Oma bewacht hier ihr Zimmer. Sehr gut. Meine Güte. So. Dann müsste ich jetzt einmal gucken mit M. Wo muss ich jetzt hier halbwegs lang latschen, damit ich. Ich müsste jetzt also einmal hier durch. Oh, ich muss ja komplett durch. Links, okay. Stimmt, genau, hier war das. Oh, ich bin fertig mit der Welt, ey. Ich bin
fürchte, es wird noch viel, viel schlimmer. Also meine schlimmste Szene, glaube ich, war bisher einmal, wo er durch die Wand kam, weil da dachte ich irgendwie, okay, ich bin durch, der kriegt mich eh nicht. Und als meine Freundin, als ich sie umgeschossen habe das erstmal, oder mit der Axt umgeknallt habe, und die wieder aufgestanden ist, das ist nicht das Speichern. Oh, Halleluja. Speichern, ja. Ich bin fertig mit der Welt, ey. Mann, 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 Mann. Ja. Dann... Dann würde ich auch erstmal sagen, war es das erstmal für heute. Ich habe nämlich geplant, immer so 2 Stunden das Ganze zu schückeln, über mehrere Tage jetzt. Irgendwie ungefähr soll das Spiel ja irgendwie so 10-12 Stunden gehen. Alter Schwede, es ist noch viel schlimmer, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Teilweise habe ich mir echt richtig verjagt. Wie gesagt, also einmal die Szene, wo ich da den Korridor lang gehe und er auf einmal mit seiner Schaufel da durchkommt. Das war schon ziemlich heftig. Und dann einmal, als, wie gesagt, meine Freundin da aufgestanden ist. Geplant ist, dass das Ganze jetzt Montag, Dienstag, also jetzt die kommenden Tage immer um 20.15 Uhr losgeht, immer 2 Stunden so ungefähr. Das habe ich jetzt im Prinzip damit jetzt schon mal gesichert. Danke für die Follows an Catalaya und Skiller. Und ja, also mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, sprich morgen, und dass wir das dann zusammen quasi die Story durchgehen. Oh, ich bin fertig. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Pause, das ist echt... Ja, vielleicht bin ich ein Schisser, aber naja. Gut. Ja, er spoilert die ganze Zeit, ne? Weltklasse. Ja, dann habe ich gleich erstmal was zu tun, kann mir die ganzen Clips gleich erstmal angucken. Da bin ich schon mal gespannt, was Stubbsky da wieder für Perlen ausgepackt hat. Was ruckelt das gerade? Das ist das Herrliche, man kann aus diesem Spiel nicht einfach raustappen. Bum, bum, bum. So. Ja, und wie gesagt, da würde ich mich dann freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Auch jetzt. Montag, Dienstag. Ja. Also, danke fürs Einschalten, danke für die Follows, danke für alles. Ich hoffe, ich habe von euch ein bisschen unterhalten. Und wie gesagt, morgen dann wieder gleiche Zeit, 20.15 Uhr. Hoffentlich seid ihr dabei. Vielen Dank. Bis dann. Sag mal, sag mal, sag mal, dass da keiner drauf achtet. Es gibt doch noch ein Giveaway, fällt mir gerade ein, ne? Boah, ich fall hier mit der Welt. Da war doch noch was, da war doch noch was. Ah. Das ist lustig, dass ich da drauf achten muss, dass ihr eure Giveaways bekommt. Hätte nicht irgendeiner von euch da nochmal rummeckern müssen. Oh, meine Güte. So, dann machen wir nicht eben nochmal das Giveaway. So, so, so. Gut, um mitzumachen, also viele haben sich ja anscheinend auch eingetragen, sind aber vielleicht auch gar nicht mehr da, keine Ahnung. Müsst ihr einmal Ausrufezeichen Horror eingeben. Ich gebe euch jetzt nochmal eine Minute, dann könnt ihr euch nochmal eintragen und dann gibt es einen Amazon-Gutschein zu gewinnen. Anlässlich des Streams. Kann man das sehen? Also damit kann man ja wesentlich was anfangen. Ihr müsst natürlich Follower sein, um das Ganze zu gewinnen, aber ich glaube, das ist dann das kleinste Problem. Also ihr wurdet auch schon gezählt, alle, die vorhin schon Horror eingegeben haben, die sind auch schon mit in der Liste drin. Aber ich habe das Ganze noch nicht ausgerollt, sag ich mal. Habe ich tatsächlich jetzt in der Eile oder in der Hektik vergessen. So, dann würde ich sagen, 30 Sekunden noch, könnt ihr auch noch eintragen. 10 Euro Gutschein für Amazon. Ihr könnt mir vorstellen, dass ihr jetzt auch in den folgenden Streams dann noch
Ausrufezeichen ohne Leerzeichen dann bitte. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch in den kommenden Tagen dann nochmal was zu verlosen gibt. Oh, letzten 10 Sekunden noch. Und Teilnehmerfeld geschlossen. So, dann rollen wir das Ganze mal einmal aus. So, gucken, dass ich auch alles richtig mache. Keyword. Alle dürfen mitmachen. Los geht's. Ach du Scheiße. So. Tja. Da hat tatsächlich Euler gewonnen. Und der wird auch wahrscheinlich da sein. Der wird sich das nicht entgehen lassen, sich das Ding hier mitzunehmen. Aber herzlichen Glückwunsch. Fake-Account Reroll. Es sei denn, er meldet sich jetzt nicht. Könnte natürlich sein. Ich glaube nicht. Es sind jetzt 22 Sekunden. Ich habe gesagt, nach einer Minute müsste er sich gemeldet haben. Eine kleine Restchance besteht noch für den Rest. 30 Sekunden vergangen. Er hat sich nicht gemeldet. Scheiße. Er hat sich gemeldet. Gut. Dann kriegt er das auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. An alle anderen würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt... Bei den Bakers zu Hause. Na? Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Warum lacht sie sich tot? Gibt's aber nicht. Ich könnte heulen, dass Euler das gewonnen hat. Gut, ich wünsche euch jetzt wie gesagt eine gute Nacht. Ich bin raus und dann bis morgen. 20:15 Uhr. Bis morgen.